Wenn man an The Walking Dead denkt, denkt man automatisch an verschiedene Charaktere und unter anderem denkt man wahrscheinlich einmal an Daryl Dixon, aber auch an die gute Carol Pelletier. Und ja, in diesem Video, ihr habt es am Thumbnail und am Titel vielleicht schon erkannt, lassen wir diese zwei in einem 1 gegen 1 Battle gegeneinander ankämpfen und entscheiden ein für alle Mal, wer von beiden krasser, besser oder cooler ist. Ja, denn das, wie ihr es wohl augenscheinlich seht, ist der nächste Teil oder der nächste Step bei unserem The Walking Dead Character Clash 16er Turnier. Wir sind ja schon seit letzter Woche in der zweiten Runde und genau hier geht's weiter. Carol vs. Daryl. Super geiler Namensclash schon fast, weil es sich quasi gleich anhört. Ja, aber ohne viel rumzulabern, heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, für die wiederkehrenden Zuschauer herzlich willkommen und für die neuen Zuschauer, die zufälligerweise auf dieses Video geklickt haben, kurz mal zusammengefasst. Hier werden Charakter geclashed. Ja, ich habe mir angefangen, ein paar Charaktere jetzt momentan sehr stark aus The Walking Dead gegeneinander antreten zu lassen und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir auch mal ein Turnier daraus machen. Und das ist momentan der Fall. Es wurden zufällig Leute ausgewählt und ihr seht hier wahrscheinlich gerade auch mal den Spielplan, sage ich mal, eingeblendet und wir haben die Vorrunden schon hinter uns und sind jetzt quasi in den nächsten Runden. Letzte Woche kam Ezekiel vs. Sascha und ja, heute, wie gesagt, geht es um Carol vs. Daryl und wir haben hier 4 Fixpunkte für diese Runde, die wir immer durchgehen werden. Das ist einmal die Anzahl der Folgen, die dieser Charakter wirklich offiziell zu sehen war in der Serie. In 90% der Fällen wirklich nur Rollen, wo man ihn gesehen hat und er gesprochen hat, weil es gibt auch natürlich Folgen, in denen man sie nur sehen oder sprechen hören hat. Aber hier geht es auf alles. Dann einmal die Anzahl der Zombie-Kills. Wer hier am meisten rausholt, gewinnt diese Runde. Dann hätten wir einmal die Anzahl der Menschen-Kills. Hier haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass mehr Kills, mehr Menschen-Kills gleich besser ist, da, wie ich auch im Video schon quasi gesagt habe, die meisten Menschen, die getötet werden, ja auch böse Menschen sind. Und auch viele sind ja auch einfach Gnadekills, bevor sich jemand verwandelt hat oder so. Das zählt ja auch mit da rein. Und dann der letzte Punkt, beziehungsweise der vorletzte Punkt, ist dann einmal, wie lange hat der Charakter in The Walking Dead überlebt? Also wie lange hat er in der Apokalypse, eher gesagt, überlebt? Ne? Seit Ausbruch des Virus sind ja 12 Jahre vergangen. Wie lange hat dieser Charakter da überlebt? Und zu guter Letzt geht es dann noch an das große 1 vs. 1. Aber ja, wir starten jetzt erstmal rein und sagen natürlich, hallo Carol, hallo Daryl, willkommen hier und let's go mit dem Clash. Anzahl der Folgen, effektive Anzahl der Folgen, hat die gute Carol 115 Folgen. Also 115 Folgen war sie da, als ich das ausgezählt habe. Dachte ich schon so, holy shit, das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Aber ja, was soll ich sagen? Der gute Daryl hat das nochmal getoppt, denn er hat 138 Folgen. Bedeutet, der Punkt geht schon mal hier an Daryl. Und interessanterweise muss ich sagen, in Staffel 9, 10 und 11 hat Daryl wirklich unfassbar mit seiner Screentime aufgeholt. Klar, Rick war weg, dementsprechend ist ja ein bisschen mehr Daryl in den Vordergrund gerückt. Ich glaube, es gab eine Staffel, ich glaube, war Staffel 10. Da ist Daryl in nur 2 Folgen nicht zu sehen, was schon echt, echt heftig war irgendwie. Ja, wie gesagt, als Hauptcharakter ist er ja mehr oder weniger in den Vordergrund gerückt, wo nach Ricks Verschwinden, sage ich mal. Aber auch die gute Carol hat schon sehr viele Folgen natürlich angesammelt. Aber vor allem gegen Ende hinaus wurden es halt immer weniger, weil ihr Charakter ja auch, sag ich mal, immer ruhiger werden wollte. Sie wollte nicht mehr unbedingt viele Leute killen. Sie wollte einfach nur in Frieden und Glück und Freude leben. Ja, wenn wir nun an die Kills gehen direkt, ne? Wir haben ja die Zombie- und die Menschen-Kills. Starten wir erstmal mit den Menschen-Kills, auch wenn es theoretisch eine andere Reihenfolge ist. Aber bei den Zombie-Kills möchte ich ein bisschen mehr drauf eingehen. Ja, Menschen-Kills ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil es keine hundertprozentige Statistik gibt, die wirklich bis zur letzten Staffel jetzt geht. Ich habe da 2, 3 Videos gefunden, die das aufgezählt haben. Diese gehen aber meiner Meinung nach auch nur bis zur Hälfte von Staffel 11. Wegen ist hier diese Angabe eher grob. Die gute Carol hat ungefähr zwischen 54 und 60 Menschen getötet. Onscreen. Wichtig hier, onscreen. Jetzt kommt zu dem Punkt. Der gute Daryl, der hat zwischen 53 und 60 Kills. Bedeutet, hinten raus kommen sie sich ungefähr auf den gleichen Nenner. Also ich sag mal im Großen und Ganzen. Aber, und das ist jetzt einfach der Punkt, wo ich sagen muss, ja, das ist jetzt ein Gnadenpunkt, mehr oder weniger. Weil das ist ja wirklich so ein knappes Ergebnis. Wenn wir jetzt aber vom Mindesten ausgehen, hat halt Carol ein Kill mehr an Menschen. Wie gesagt, es kann sein, dass sich das hinten Staffel 11 raus quasi, also letzten Staffel 11 Teile, nochmal ändert, weil Daryl da ja auch sehr viele von den Commonwealth-Leuten auf dem Gewissen hat. Deswegen ist es hier ziemlich schwer. Wenn wir aber bis zu Staffel 10 gehen, dürften die Zahlen ungefähr stimmen. Und wenn wir uns danach richten, hat Carol dann einen Kill mehr. Dementsprechend geht diese Runde auch aufs Konto von Carol. So, kommen wir jetzt nun zu dem anderen großen Punkt, und zwar die Zombie-Kills. Ja, man muss einfach sagen, beide sehr, sehr starke Zombie-Killer, aber hier wird sich in einem Punkt entscheiden, den man jetzt auch noch in den Kommentaren theoretisch ausdiskutieren könnte. Ich werde das einfach so auslegen, wie ich es jetzt gerade passend finde. Der gute Daryl hat grob, auch hier auch ungefähr bis Mitte Staffel 11, ungefähr zwischen 350
und 360 Zombies getötet. Was ja schon eine fucking große Menge ist, ne? Das muss man ja mal einberechnen. Theoretisch könnte man natürlich jetzt auch am Ende von Staffel 11 die große Commonwealth-Explosion mit dabei zählen, aber das wäre jetzt so ein allgemeiner Gruppenkill, würde ich jetzt mal betiteln. Aber auf jeden Fall, wir können sagen, 350 Zombie-Kills hat Daryl Hafe auf seinem Konto, was wirklich unfassbar viel ist. Eines der höchsten Zombie-Kill-Rekorde, nenne ich es mal. Aber jetzt kommt es zu dem Punkt. Die gute Carol hat theoretisch 107, was ja definitiv weniger wäre. Aber wenn wir jetzt an die riesige Zombie-Horde denken, die Carol im Whisperer-Style, zwar mit Hilfe von Lydia auch irgendwo, aber im riesigen Whisperer-Horden-Style diese Klippe runtergeführt hat, wenn wir die Kills, diese Zombie-Kills, alle auf Carols Konto noch setzen würden, hätte sie weit über 1000. Wahrscheinlich eher mehr. Das bedeutet, wenn wir jetzt sagen, dass dieser Hordenkill, ne, die Klippenhorde, sage ich mal, auf Carols Konto geht, hätte sie, sagen wir mal hier einfach, um es jetzt schlicht zu halten, 1107 Kills und Daryl halt nur die 350 bis 360. Das ist halt jetzt so die Frage, wie bewerten wir das? Ne? Das könnt ihr gerne mal in den Kommentaren ausdiskutieren, weil es ist ja schon trotzdem ein großer Unterschied. Also wenn wir jetzt davon wirklich den reinen Handkills ausgehen, hat Daryl natürlich gewonnen. Das ist ja auch klar, wie viel der getötet hat, ist ja schon heftig. Aber wie gesagt, diese große Horde, das ist halt jetzt die Frage, wie wir es auslegen. Ne? Das ist so schwierig. Ich würde jetzt ganz ehrlich behaupten, die Zombie-Horde geht schon auf Carols Konto, aber sie hat sie ja mehr oder weniger nicht direkt gekillt. Und wenn man hier noch indirekte Tode mit einbeziehen würde, komplett auch bei Menschenkills, dann hätten die auch beide ein bisschen mehr. Hier geht es wirklich um direkte Tode. Heißt, aktiv mit einem Messer auf einen Zombie gegangen oder mit der Pistole oder. Deswegen würde ich die 1000 plus Zombie-Horde nicht mit reinzählen. Dementsprechend bekommt Daryl hier den Punkt und es steht 2-1 für den guten Daryl. Aber wie gesagt, das können wir gerne auch noch ausdiskutieren. Vielleicht, wenn jetzt der Großteil sagt, okay, diese Horde muss auf Carols Konto gehen und das Endergebnis gleich irgendwas sagt, wer gewinnt, könnte man natürlich sich noch darüber streiten oder was heißt streiten, man könnte auch noch sagen, okay, geben wir Carol den Punkt im Nachhinein und dann würde ich das noch austauschen, das wäre jetzt kein Problem. Aber Stand jetzt steht es erstmal 2-1 für Daryl. So, kommen wir nun zum letzten festen Punkt und das ist die Überlebensspanne in der Apokalypse der beiden. Ja, vorweggenommen, beide haben 12 Jahre überlebt, also beide sind von Ausbruch bis Ende Staffel 11 halt da. Ne, wissen wir ja, sind ja beide noch am Leben. Würde hier bedeuten Gleichstand. Gehen wir aber jetzt mal aufs Alter, wird es nicht unbedingt besser. Denn der gute Daryl ist zum Zeitpunkt des Ausbruchs circa 40 Jahre. Dementsprechend Ende circa 52 Jahre. Die gute Carol war zum Zeitpunkt des Ausbruchs ungefähr 45 Jahre, wahrscheinlich eher Tendenz Richtung 50, was bedeutet, sie wäre circa 57 Jahre am Ende von Staffel 11. Jetzt ist die Frage, wem geben wir hier den Punkt, weil klar, sie haben beide 12 Jahre in der Apokalypse überlebt, aber Carol ist ja einfach wesentlich älter oder zumindest ein bisschen älter, auch schon älter in die Apokalypse reingestartet. Dementsprechend könnte man hier sagen, okay, sie hat in einem höheren Alter die gleichen Sachen oder gleich was erleben müssen wie Daryl. Dementsprechend gibt man ihr hier den Punkt. Und ich glaube, das würde ich auch so machen, weil Gleichstand, jetzt könnte man sagen, man gibt jedem einen Punkt. Aber wie gesagt, Carol hat ja schon mehr Lebenszeit jetzt auch gelebt, ne? Versteht ihr, was ich meine? Dementsprechend würde ich hier den Punkt der guten Carol geben und dementsprechend steht es 2-2. Und es ist auch das rausgekommen bei der Recherche, wo ich mir fast sicher war, wie das hier ausgehen wird. Und zwar, es wird sich jetzt am 1 versus 1 entscheiden. Natürlich, andernfalls, falls wir uns jetzt in den Kommentaren darauf einigen, dass der Herdenkill auch auf Carols Konto geht, ne, wird sich jetzt entscheiden, ob es ein Gleichstand ist oder ob Carol Haus hoch gewinnt. Deswegen gehen wir jetzt hier ins 1 versus 1 rein. Und zwar für die, die es nicht kennen und für die, die es nochmal kennen als Wiederholung, wir befinden uns auf einer neutralen Ebene. Wir nehmen heute mal wieder den Battle Royale Modus. Wir haben quasi ein großes Areal abgesperrt mit Zäunen oder einer Kuppel von mir aus, Hunger Games mäßig, Wald, offene Flächen, aber neutral für beide Charaktere. Beide Charaktere sind in ihrer Peak, in ihrer höchsten Form der Serie, also wie sie als krasseste Charaktere in der Serie waren, und treffen aufeinander. Wir müssen hier natürlich bedenken, die zwei kennen sich ja eigentlich und mögen sich auch eigentlich. Das lassen wir hier außen vor. Die beiden wollen sich töten. Definitiv. Wer überlebt, überlebt. Wer nicht, der stirbt. Darum geht es hier in diesem Battle Royale und wir schmeißen beide auf unsere Map drauf. Gehen wir zum einen mal die Charakterpunkte ab. Das hatte ich ja letztes Mal auch schon so angeteased mit so Punkten in Intelligenz, Stärke, Ausdauer und sowas in der Richtung. Gucken wir zu Carol. Sie bekommt auf jeden Fall im Punkto Intelligenz, würde ich mal so sagen, 9 Punkte. In Punkto Stärke könnte man schon sagen 6 oder 7. Ich gehe mal mit 7. Und Ausdauer ist bei der Guten halt schon ein bisschen
ja, runtergebrochen, also sagen wir da mal noch 4 Punkte auf Ausdauer. Heißt, sie weiß ja auf jeden Fall, was mit sich anzufangen. Sie kann kämpfen, sie ist gut im Kämpfen, aber, und das selbst Daryl im Prinzip zu schulden, sie kann aber sich auch sehr gut in der Natur bewegen. Fährtenlesen ist ihr beigebracht worden vom Meister selbst, von Daryl. Und an für sich das Kampfverhalten, wie sie sich bewegt, wie sie agiert, wie sie Hinterhalte planen kann, hat sie auf jeden Fall sehr starke Punkte. Gucken wir auf Daryls Karte und da sehen wir auf jeden Fall, Intelligenz hat der Gute auch, aber ich würde sagen ein bisschen weniger. Ich würde mal auf 7-8 Punkte gehen bei ihm bei Intelligenz. Er ist zwar kein dummer Mensch, aber ich würde sagen, Carol ist dann doch ein bisschen taktischer. Nur ein kleines bisschen vielleicht. Punkto Stärke bekommt er hier die vollen 10 Punkte. Er ist ein Biest, was Kämpfe angeht. Kampf gegen Beta war unfassbar krass. Würde ich einschätzen, er ist nach Abraham mit einer der stärksten. Rick ist zwar auch sehr stark, aber ja, Daryl und Rick nehmen sich die Position schon sehr gut weg, sage ich mal. Aber Daryl ist auf jeden Fall ein Monster, definitiv. Deswegen 10 Punkte auf Stärke und auf Ausdauer bekommt er, würde ich sagen, 9 Punkte. Wir sehen hier, er ist quasi mehr der Praktiker, nicht der Theoretiker, im Gegensatz zu Carol. Und nichtsdestotrotz, er auch in der Umwelt, in seiner Umgebung, kann er sich sehr gut zurechtfinden. Das so mal die Stats abgesteckt und jetzt lassen wir die beiden erstmal sich ein bisschen rumlaufen. Ne? Sie finden Häuser, sie finden verschiedene Spots, wo sie ein bisschen looten können. Ob es jetzt ihre Waffen sind, die sie da finden. Daryl natürlich mit seiner Armbrust. Die gute Carol mit ihrem Messer definitiv, aber auch mit Gewehren. Das gute Terminus-Gewehr nenne ich es jetzt einfach mal. Womit sie sehr, sehr gut umgehen kann, natürlich auch Pistolen. Bei Daryl muss es tatsächlich, würde ich sagen, bleibt es stark bei der Armbrust und seinen Riesenmessern, weil wirklich effektiv mehr macht er nicht. Man könnte jetzt hier noch seinen Morgenstern mit reinpacken, weil er gegen Ende sehr viel damit umgegangen ist, aber lassen wir mal so. Auf jeden Fall, die beiden bauen sich auch irgendwo so eine kleine Base auf und ich würde sagen, Daryl ist der, der aktiv nach Carol suchen wird. Das heißt, er begibt sich in den Wald auf Spurensuche. Carol weiß das natürlich auch und sie weiß auch, wie man ihre Spuren verwischt oder wie man jemanden in eine Falle lockt und genau das würde sie wahrscheinlich auch planen. Sie würde den guten Daryl irgendwie versuchen, in eine Falle zu locken, in den Hinterhalt. Aber, und das ist jetzt der Punkt, ich glaube, Daryl ist so gut in Fährtenlesen und seine Umgebung beobachten. Ich glaube, das wird er definitiv durchblicken. Gesetzt dem Fall, die beiden treffen sich entweder durch Carols Hinterhalt oder dadurch, dass Daryl mitbekommt, dass er in den Hinterhalt geführt wird und dementsprechend agieren kann. Wenn die beiden aufeinandertreffen, im Punkto Fernkampfwaffen, gehe ich stark davon aus, Daryl würde mit der Armbrust relativ zügig Carol wegmachen. Und auch wenn wir sie in den Zweikampf schicken würden, definitiv hat Daryl da die Überhand mit seinen Messern. Carol kann verdammt gut kämpfen, verdammt gut gegen Zombies ist hier aber der Punkt. Und gegen Menschen zwar auch, aber da hat Daryl dann doch schon mehr Übung bzw. mehr Praxis irgendwie drin. Aber wir wollen das Ganze ja auch noch ein bisschen spannender lassen und wir lassen eine Horde zwischen die beiden fallen. Das bedeutet, sie müssen sich mehr oder weniger selber bekriegen, gleichzeitig aber auch die Horde von sich wegführen oder benutzen, ableiten, aus dem Weg gehen. Und hier bekommt Carol so einen kleinen Whisperer-Bonus, würde ich sagen, weil sie, wie gesagt, mit dieser Taktik schon sehr früh gefahren ist. Sie hat sich ja schon sehr früh mit dem Schlamm, das Eingeschmierte, bei Terminus. Allgemein dieses Tarnen vor den Zombies hat Carol sehr gut drauf. Sie kriegt es immerhin, den Zombies sehr gut auszuweichen. Das könnte Daryl hier zum Verhängnis kommen, weil er ist eher auf aktiv fighten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Daryl am Ende Carol besiegen wird. Vor allem, weil auch beide nicht unbedingt das Bedürfnis haben zu verhandeln. Anders wie mit Ezekiel in der letzten Folge. Würde ich sagen, Daryl gewinnt den Kampf. Aber ich würde auch sagen, sehr, sehr knapp. Und am Ende wird er es sogar noch, sage ich mal, schwer haben, gegen die restliche Horde dann auch zu überleben. Weil das wird schon einen guten Kampf abgeben, definitiv. Und wie gesagt, Carol ist nicht so stark, ist nicht so ausdauernd. Aber sie ist halt sehr, sehr, ja, ich wüsste schon, du hast da gutes, hinterlistiges Verhalten, kann sie gut an den Tag legen. Im positiven Sinne tatsächlich gesehen. Vielleicht könnte man hier noch das Szenario einbauen, sie baut irgendwo eine Falle und Daryl würde reinfallen. Aber ich glaube das nicht, weil sowas würde Daryl auffallen. Der ist in der Natur quasi, er ist die Natur. Deswegen geben wir hier den 1 vs. 1 Battle Royale Punkt auch dem lieben Daryl. Dementsprechend steht es 3-2 für Daryl. War mir schon fast klar, obwohl man hier wie gesagt sehen muss, ob Carols Hordenkill auch auf ihr Konto geht. Wie gesagt, das könnt ihr gerne entscheiden. Dann würde ich es natürlich noch anpassen. Aber Stand jetzt würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch Daryl und sorry Carol. Aber ja, Daryl ist in der nächsten Runde und darf dann gegen Ezekiel antreten in der nächsten Runde. Ja, aber was soll ich sagen? Es ist ein sehr guter Kampf gewesen, beziehungsweise von den wirklich Fakt-Stats her, also ne, Anzahl Kills, Anzahl Folgen, Anzahl Menschenkills und, sind die sich schon sehr, sehr nah und sehr, sehr ähnlich. Deswegen war klar, dass es hier bei dem Szenario auf dem Kampf
sich entscheiden wird. Hier, wie gesagt, muss man sagen, hat halt Carol leider den Kürzeren gezogen. Sie ist halt nur mal ein bisschen älter, sie ist auch nur mal ein bisschen schwächer als Daryl. Sie kann zwar kämpfen, aber halt nicht so in diesem Ausmaß wie der gute Daryl. Ja, und jetzt könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie fandet ihr das Battle? Fandet ihr es ausgeglichen? War es okay, so würdet ihr ähnlich entscheiden? Und vor allem, wie fasziniert seid ihr von der Anzahl von Kills und Zombie-Kills von beiden? Und wie gesagt, auf jeden Fall sagen, ob der Horden-Kill auf Carols Konto gehen soll oder nicht. Wisst ihr Bescheid, ne? Ja, aber das war's jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Vielleicht ein bisschen kürzeres Video, aber das ist halt jetzt hier in dem Fall sehr viele Stats, die durchlaufen können quasi. Es ist nicht so viel, ne, selbst eingebrachte Sachen. Es sind ja einfach Fakten, die hier eingespielt werden. Ja, nächste Runde weiß ich gar nicht mehr, wer aufeinander trifft, aber das seht ihr auf jeden Fall in der Statistik, wie gesagt. Und ja, falls ihr es nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Könnt euch gerne auch die anderen Parts mal angucken. Es ist sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr unterhaltsam, irgendwie so manche Charaktere gegeneinander antreten sehen zu tun. Zwar nicht deutsch, aber ja, auch wenn ihr euch sonst für Filme, Serien und sonstiges, Theorien darüber oder Reactions oder Reviews interessiert, lasst hier gerne ein Abo auf dem Kanal da, dann seid ihr hier vielleicht richtig und vielleicht bin ich auch sympathisch und euch gefällt meine Art und Weise, diese Videos hier zu machen, dann könnt ihr gerne hier bleiben, würde mich auf jeden Fall freuen. Kleiner Teaser noch, im Video morgen geht es nicht um The Walking Dead, sondern es geht um Marvel und zwar genauer gesagt um Spider-Man Across the Spider-Verse. Ich habe den Film gesehen und morgen gibt es dazu meine Review. Es werden auch ein paar mehr Videos dazu, glaube ich, kommen. So ein paar detaillierte Sachen werden da definitiv mal zu erscheinen. Deswegen, wenn ihr es nicht verpassen wollt, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich laber aber jetzt nicht länger rum, würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wieder. Aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.